Academy gibt uns zuerst mal die Möglichkeit, ein Gefäß zu schaffen, wo wir junge und hungrige Leute auf Dynamics CRM ausbilden können. Die ganze CRM Academy wird in 4 Teile gegliedert. Der erste Teil ist Basisausbildung, wo die Teilnehmer lernen, was ist das Dynamics CRM überhaupt und was kann ich mit dem machen, sowohl technisch als auch fachlich. Der zweite Teil ist Spezialisierung. Bei der Spezialisierung haben wir 2 Tracks. Der erste Track ist Development, wo der Pascal Krüthi den Entwickler zeigt, wie kann ich programmatisch Dynamics CRM ansprechen und wie kann ich beispielsweise eine Schnittstelle programmieren. Also der Hauptfokus im Dev-Track liegt natürlich auf praxisorientiertem Arbeiten. Also wir wollen nicht nur Theorieübungen machen, sondern wirklich viel Hands-on. CRM-Plugins, Workflows, Webressourcen für das CRM oder auch das Ansprechen von CRM aus externen Applikationen sind unter anderem Punkte, die wir anschauen. Das hilft einfach den Leuten mal grundsätzlich Berührungsängste abzubauen, ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl aufzubauen und wenn du die Academy absolviert hast, bist du eigentlich ready für coole Kundenprojekte und weißt schon mal, wie du stabile Lösungen kannst bauen. Der zweite Track ist Technical Consultants, wo sie beispielsweise lernen, wie kann ich Click-Dimensions in ein CRM integrieren. Im Rahmen der iSolutions Academy tun wir uns natürlich insgesamt auf die einzelnen Tools von Microsoft Dynamics CRM bietet, spezialisieren. Heute haben wir uns aus diesen Bereichen Service, Sales, Marketing wirklich für das Marketing entschieden und das Tool mal wirklich genauer unter die Lupe genommen. Wir haben zuerst versucht, wirklich so cloudmässig zu schauen, was ist eigentlich Marketing, Funktionen, was macht man dort genau, dass auch ein bisschen auf dem gleichen Stand sind. Sind dann wirklich auch schauen, was ist der Standard von Microsoft Dynamics CRM, was bietet uns der, was kann man dort machen. Und sind dann wirklich spezifisch darauf eingegangen mit dem Add-on-Tool von Click Dimensions, was bietet uns das in puncto Online-Marketing, Direct-Marketing, unser favorisiertes Tool. Und so empowern wir unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Der dritte Teil ist Projektarbeit. Dort gehen die Teilnehmer aus einem Projekt und wir erstmals für einen Kunden in richtigen Szenarien arbeiten. Ich bin hier bei der BKW als Technical Consultant wichtige Projekterfahrung am Sammeln. In diesem Fall helfe ich mit, den ersten grossen CRM Enterprise-Kunden von der iSolutions in die Cloud zu transformieren. Dank der Academy wird er im Projekt gut integriert und wahrgenommen und kann bereits jetzt direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten. Ich bin momentan im OCC tätig, wo ich die Möglichkeit habe, meine Skills in vielseitigen Tätigkeitsbereichen zu verbessern. Diese Chance habe ich bekommen dank der Academy, wo ich in einem intensiven Kurs zum Thema CRM super darauf vorbereitet worden bin. Und schlussendlich der vierte Teil, der eine Projektwoche ist, wo sie im Plenum wieder zusammenkommen und während einer Woche das Thema bearbeiten, das Projekt erarbeiten und dann schlussendlich vor der iSolutions präsentieren. Und der letzte Teil schlussendlich ist dann das Feiern von dieser ganzen CRM Academy. Wir werden alle zusammenkommen und zusammen anstoßen auf den Abschluss der Teilnehmer der CRM Academy 2017.